Vielleicht hätte er sich aber erstmal den VfB Stuttgart on Ice angesehen. Kai-Uwe Hennig hat's getan. Die erste Eishockey-Liga in Brasilien aufbauen. Ja, ja, das mache ich schon. Wenn ich die Torgefährlichkeit auf dem Fußballplatz auch zeigen würde, dann könnte Berti nicht mehr an mir vorbei. Stuttgart nach ihrer überaus erfolgreichen Hinrunde zu eigen. Für einen guten Zweck traten sie gestern Abend zu einem Eishockey-Match an. Kufen statt Stollen, da spielte nur noch die Schwerkraft eine magische Rolle. Ina Trede berichtet. Nicht, dass man in Brasilien keinen Winter kennt, aber Eis ist für Giovane Elber wohl doch ungewohntes Terrain. Aber keine Sorge, sobald der Puck im Spiel ist, müssen auch die Kollegen Farbe bekennen. Und es wird klar, ihr Tanz auf dem Eis gleicht auch nicht gerade einem vollendeten Samba. Giovane recht in Hochsicherheitsmontur hat wenigstens tatkräftige Unterstützung, während Freddy Bobic alleine den Kampf gegen die Schwerkraft aufnimmt. Die Fans zumindest scheinen sich zu amüsieren. Fehlendes Talent wird übrigens durch selbstbewusstes Faulen elegant ausgeglichen. Das beherrscht Kapitän Verlat, ebenso wie Giovane Elber. Unauffällig, aber treffsicher. Und als die Kollegen vom Profiteam zeigen, wie man wirklich um jeden Punkt kämpft, da reihen sich die gelehrigen Schüler vom Kickerteam gehorsam in den fröhlichen Reigen mit ein. Zusammengehörigkeit pur, so soll es sein, so wollen die Fans es sehen. Mann gegen Mann im gerechten Kampf. Was hier abgelaufen ist, da fühlt man sich einfach wohl, auch wenn man sich fast die Füße bricht dabei. Aber es hat einen riesen Spaß gemacht. Krebs-Nachsorge-Klinik in Tannheim war das Team von Jogi Löw beim SC Bietigheim Bissingen zu Gast. Und dieser Verein spielt in der zweiten Liga, aber im Eishockey. Keine leichte Aufgabe für Freddy Bobic und Co., aber vielleicht doch eine lösbare. Vom Stollen zum Kufenwechsel berichtet Martin Dudek. Bereits in der Kabine brannten die Stuttgarter Profis darauf, das Eis im Stadion zum Schmelzen zu bringen. Entsprechend kämpferisch gab man sich vor dem Spiel. Auf geht's! Die Taktik war klar. Gezielte Bodychecks, vorgetäuschte Fouls und unerlaubte Schläge. Dazu schnelle Konter durch Freddy Bobic und das brasilianische Eishockeywunder Giovane Elber. Ende unterlag der VfB den Steelers mit nur einem Torrückstand. Ich habe mein Möglichstes getan, aber der Freddy, der war so blind, das geht ja auf keine Kuhhaut, was der hier gezeigt hat. Und so war nach dem Spiel zu hören, dass der Nationalspieler in der Winterpause ausschließlich auf dem Eis trainieren will.